Herzlich willkommen, liebe Serien-Junkies, bei einer neuen Episode von Trailer Park. Ich habe mir den Axel heute dazu geholt. Hallo Axel. Und wir wollen über zwei niegelnagelneue Trailer bzw. Serien sprechen. Einmal handelt es sich um The Leftovers von HBO und einmal um The Nick von Cinemax. Wir starten mit The Leftovers und hier könnt ihr schon mal in den Trailer reinschauen. Hold on. Press it in with a pen or something. Start back up. Okay, I'm gonna make some for me. Honey. Shh. It's okay, baby. Shh. Can you make the formula? I'm gonna be home in 10. Sam? Time again for the world to mourn the departed. Disappearance of 2% of the world's population. None of them are coming back. Yeah, probably not. So many of our loved ones were lost 3 years ago. We still wonder where they went and why. Das waren einige Szenen aus dem Trailer oder aus einem Trailer, es gibt mehrere Trailer, zu The Leftovers. Axel, ich hau mal kurz die wichtigsten Infos raus zur Serie. Gib mir die Facts, Thomas. Ja. HBO-Serie, immer interessant, startet am 29. Juni, also gar nicht mehr so lange hin. Showrunner ist Damon Lindelof, über den können wir gleich noch mal ein bisschen sprechen. Bekannt von Lost natürlich, ja, unter anderem, aber auch als Drehbuchautor. Als Drehbuchautor einiger großer Hollywood-Produktionen wie Prometheus, Star Trek Into Darkness etc. bekannt. Regie hat auch ein relativ bekannter Regisseur geführt, zumindest beim Piloten, Peter Berg. Der hatte neulich diesen Lone Survivor-Film mit Mark Wahlberg. Hat aber auch Friday Night Lights inszeniert. Mhm. Du bist ein großer Fan davon. Großer Fan von Friday Night Lights, großer Fan von Peter Berg. Ja, und die ganze Serie basiert aber auf einer Romanvorlage aus dem Jahr 2011. Von einem Herrn, der heißt Tom Perrotta. Genau. Und er fungiert auch als Autor und Executive. Ah, okay. Okay. Gut, es gibt mehrere Trailer schon von The Leftovers. Wir haben hier schon ein paar Bilder gezeigt. Die anderen Trailer sind auf jeden Fall nochmal in den Shownotes verlinkt, liebe Serien-Junkies. Und die Frage ist, hast du Bock drauf? Also HBO-Projekt ist ja immer schon mal, glaube ich, erstmal interessant. Ja, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man bei HBO nicht sofort irgendwie in Begeisterungsstürme ausbricht. Es war eine Zeit lang so. Und es ist ja dieses Jahr auch wieder befeuert worden mit True Detective am Anfang. Ich glaube, bei mir so die Begeisterung ist ungefähr gleich hoch wie bei True Detective nach den Trailern zu urteilen. Also das Thema finde ich super interessant, so ein bisschen Religion, Glaube, Existenzialismus, das Auseinanderbrechen von Familie und einfach die Umsetzung, die optische sieht schon mal richtig gut aus und ja, die Schauspieler sind namhaft und es hat eigentlich alle Zutaten für eine gute Serie. Man könnte vielleicht monieren, dass Damon Lindelof am Start ist, der sich mit Lost vielleicht nicht unbedingt so viele Freunde gemacht hat, aber das ist tatsächlich ein bisschen so meine große Angst. Ich war riesiger Lost-Fan und es ist natürlich, hat gewisse Ähnlichkeiten, weil es so ein großes Mysterium im Mittelpunkt steht. Bei Lost war es die Insel, diese Leute sind dahin verschwunden sozusagen und diesmal ist es so ein bisschen umgedreht. Es geht um die Leute, die noch da sind und andere Leute sind plötzlich verschwunden. Du hast ja schon gesagt, offensichtlich spielt es so mit religiösen Dingen. Das heißt ja im Amerikanischen The Rapture, also wo Leute irgendwie in den Himmel aufsteigen etc. Wofür es übrigens gar keine deutsche Entsprechung gibt. Ich habe irgendwie The Rapture und es gibt irgendwie Entrückung, aber irgendwie das hört sich das viel Gericht weniger cool an. Also, aber das ist ein bisschen was anderes. Ja, das ist, glaube ich, nochmal was anderes, das jüngste Gericht. Religionsexperten sind offensichtlich. Wir für unsere Kartei bitte Religionsexperten nach vorne. Genau. Aber da habe ich durchaus ein bisschen Angst. Damon Lindelof hat auch gesagt, ja, das Mysterium soll ja dann auch nicht so im Vordergrund stehen. Es geht um die Figuren etc. Aber das ist für mich immer so ein bisschen so eine billige Ausrede. Ja, weil wenn das Mysterium, wenn man sich dabei nichts denkt, dann kann man es auch anders machen. Dann kann man auch zum Beispiel Orange is the New Black, da werden Leute in einem Gefängnis zusammengefunden. Da geht es natürlich dann auch um die Charaktere. Ja. Da brauchst du kein übersinnliches Ereignis dafür. Also und das sollte schon irgendwie auch gut in die Story mit eingebaut sein. Er wiederholt irgendwie den Fehler, den er bei Lost schon gemacht hat, bevor die Serie überhaupt gelaufen ist. Also bevor überhaupt eine Episode von The Leftovers gelaufen ist, sagt er schon, er möchte das so machen wie bei Lost, dass er die Charaktere in den Vordergrund stellt und das Mysterium gar kein Interesse an einer Auflösung des Mysteriums hat. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es halt die gleiche Reaktion geben wird wie bei Lost, wo die Leute einfach wissen wollen, was ist passiert und nicht noch 1000 neue Rätsel und dann so eine Auflösung, die halt
die halt extrem unbefriedigend war für alle Beteiligten. Das Gute ist vielleicht, dass es diesmal halt schon eine Vorlage gibt. Also ich weiß nicht, inwiefern sie sich daran halten oder ob sie die noch ausbauen, aber offensichtlich gibt es ja ein Buch mit einem Ende. Mhm. Und ich glaube, Lindorf hat auch gesagt, es soll nicht so eine ewig lange Serie werden, sondern eher so 2-3 Staffeln. Cool, The Leftovers, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Das Einzige, was wofür auch so ein bisschen stutzig war, der Look, fand ich, ist nicht so typisch HBO gewesen. Er war mir fast ein bisschen zu clean, die Menschen ein bisschen zu hübsch. Es war nicht so, es hat nicht so rausgestochen. Deswegen mal schauen, vielleicht will HBO jetzt wieder ein bisschen in eine andere Richtung gehen und setzen eher so auf ein wirklich massentaugliches Zugpferd. Bin ich mir aber noch nicht so 100% sicher. Ja, werden wir sehen. Also Peter Berg ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer für den Piloten. Mhm. Der hat es ziemlich fantastisch gemacht in Friday Night Lights. Und ja, deswegen, die Vorfreude ist groß. Ich habe auch schon von diversen amerikanischen Quellen vernommen, die die erste Episode schon gesehen haben, dass es wohl etwas Großes werden wird. Okay. Also dass es wohl sehr vielversprechend startet. Okay. Etwas Großes ist auch das Stichwort, zumindest für mich. Wir machen weiter mit dem Trailer zu The Nick, eine Serie von, zumindest halbwegs von Steven Soderbergh. Deswegen bin ich sehr gespannt drauf und hier seht ihr ein paar Bilder aus dem Trailer. We mankind have progressed so far. We live in a time of endless possibility. From such humble beginnings through the astonishing modern world in which we now live. More has been learned about the treatment of the human body in the last 5 years than was learned in the previous 500. Das waren ein paar Bilder aus The Nick, eine neue Serie, die auf Cinemax starten wird, was, glaube ich, ein Tochtersender von HBO ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vollkommen korrekt. Ja. Und man nennt es auch Skinemax. Skinemax? Ja, weil noch mehr nackte Haut zu sehen ist als bei HBO. Ah, was sind denn so die Cinemax-Serien, die schon am Start sind? Es gibt so ein bisschen das Aushängeschild ist Banshee. Mhm. Mm, sehr brutal, sehr viel nackte Haut, so ein bisschen palpiges Action-Drama. Also würdest du sagen, HBO packt Sachen, die vielleicht nicht den ganz so den hohen Anspruch haben? Das ist irgendwie so die kleine schmutzige Schwester von HBO. Okay. Ja, aber da bin ich jetzt gespannt. Bei der jetzigen Serie The Nick startet am 8. August und würde ich sagen, ist jetzt nicht. Sieht jetzt nicht unbedingt pulpig aus, sieht schon nach einem relativ ernsthaften Thema aus. Es geht um einen Arzt, gespielt von Clive Owen, Anfang des 20. Jahrhunderts, der offensichtlich versucht, medizinisch nach vorne zu preschen, neue Sachen herauszufinden, aber gleichzeitig offensichtlich kokainabhängig irgendwie ist und deswegen ziemlich durchgedreht ist. Also ja. Ich fand die Serie vor allem deswegen, hatte ich sie auf dem Radar, weil eben Steven Soderbergh hier ein bisschen seine Rückkehr zur Regie feiert. Ich war witzigerweise letztes Jahr bei der Berlinale, wo er noch getönt hat, ja, er zieht sich jetzt aus dem Filmgeschäft zurück. Das hat er ja auch sehr lang und breit überall ausgebreitet. Er hat ja auch mal so eine bekannte Rede gehalten, wo er gesagt hat, was alles mit dem Filmgeschäft problematisch ist. Na gut, er hat gesagt, er zieht sich aus dem Filmgeschäft zurück, jetzt ist er im Serienbusiness unterwegs. Ja, das heißt ja nicht, dass man nicht auch Serien machen kann. Richtig. 10 Folgen hat die Miniserie wahrscheinlich. Man weiß noch nicht, ob weitere Staffeln geplant sind. Er hat alle 10 Folgen inszeniert, ist aber nicht der Autor. Und trotzdem finde ich, Steven Soderbergh jetzt hier in den ersten Bildern erkennt man schon am Stil. Oder wie sieht es bei dir aus? Bist du Soderbergh-Fan? Nicht unbedingt. Also ich habe seine Filme schon fast alle gesehen und auch gerne gesehen. Aber für mich ist es eher so ein bisschen leichte Unterhaltung. Also auch wenn er versucht, wie mit Traffic zum Beispiel, irgendwie so ein bisschen was Tiefgründigeres zu machen. Hat er auch den Oscar bekommen als Regisseur? Ja, aber irgendwie so ein bisschen kratzt es für mich immer nur ein bisschen an der Oberfläche. Also, ich bin kein Riesenfan von ihm. Ich war jetzt nicht traurig, als er gesagt hat, er macht keine Filme mehr, ehrlich gesagt. Also ich fand jetzt ich weiß nicht, ob Contagion sein letzter war. Aber einer der letzten, ja. Genau, das sind immer perfekt umgesetzte Filme, finde ich technisch. Visuell sind sie Wahnsinn. Ja. Genau, aber mir fehlt immer so ein bisschen Herz darin, das Herz der Geschichte. Das stimmt, Steven Soderbergh wirkt immer wie ein sehr kühler Regisseur, deswegen passt es thematisch vielleicht auch ganz gut, aber wir haben auf jeden Fall wieder so die klassischen Sepia-Bilder, die er gerne reinhaut. Und ja, ich bin aber trotzdem immer wieder beeindruckt, wie perfekt, gerade was Kameraeinstellungen und so weiter angeht. Und er dreht auch sehr ökonomisch. Das sind keine langweiligen Dialoge oder so. Es ist alles sehr, sehr straight. Gerade bei seinem letzten Film Side Effects, der auch
eine medizinische Richtung ging, war das auch sehr ähnlich. Wie sieht's aus mit Clive Owen? Auch ja ein schon namhafter Hollywood-Star, obwohl er jetzt in den letzten Jahren hat man ihn jetzt nicht mehr so oft gesehen. Ich kann mich jetzt an Killer Elite erinnern. Das war jetzt kein Blockbuster oder kein Kassenschlager. Ich muss die ganze Zeit, wenn ich Clive Owen denke, an Children of Men denken, der einfach so sein Aushängefilm ist, würde ich jetzt sagen. Obwohl auch schon wieder eine ganze Weile her ist. Ja, 2004? Ich glaube 2006. Oder 2006, ja. Auf jeden Fall fantastischer Film, aber Clive Owen, mir persönlich ein bisschen zu, im Englischen sagt man bland, also so ein bisschen zu einseitig, langweilig irgendwie. Den Typ mag ich nicht so. Ich bin kein riesen Clive Owen-Fan, muss ich sagen. Ja, ich bin auf jeden Fall trotzdem gespannt drauf. Wieder ein Hollywood-Star, beziehungsweise jetzt so eine Kombo aus Star und Regisseur, die sich in Serien-Business aufmachen. Ja. Ich bin gespannt, was da kommt mit The Nick. 8. August geht's los. Ja, liebe Serien-Junkies, das waren die Infos zu den zwei neuen Serien The Leftovers und The Nick. Wir sind auf jeden Fall gespannt drauf und wollen wissen, was ihr von den beiden neuen Serien und von den Trailern haltet. Habt ihr Bock drauf? Postet uns in die Kommentare hier auf YouTube oder auf serienjunkies.de. Ihr findet auch die Trailer nochmal in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr euch nochmal ganz in Ruhe alles Bildmaterial anschauen. Und ja, dann verabschiede ich mich. Ciao! Axel? Axel? Hallo. Ich könnte auch einfach hier sitzen und die ganze Zeit gar nichts sagen und dann am Schluss einfach weg sein. War Axel überhaupt hier? Was ist eigentlich? Ja, wir haben doch ein bisschen Puder, Axel. Echt? Benutzt ihr das manchmal? Ja, das war ich wollte eigentlich noch zum Friseur gehen. Ich gehe morgen, das ist eigentlich nicht optimal geteilt.